Wir kriegen das nicht eingefangen. Es ist einfach zu gigantisch, diese Halle. Heute bin ich auf den Spuren des Geheimwaffenprogramms des Dritten Reichs. Auf den Spuren der Organisation Todt. Und dessen Leiter Hans Kammler, SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS. Verantwortlich für die Untertageverlagerungen und die Geheimwaffenprojekte des Dritten Reichs. In dieser Untertageverlagerung sollten ursprünglich geheime Interkontinentalraketen vom Typ A9 unter Leitung von Werner von Braun gefertigt werden. Diese Hochtechnologie sollte in der Lage sein, die USA zu erreichen. Das Kriegsende unterbrach die Entwicklung der A9 und sie wurde nicht einmal mehr getestet. Diese Untertageverlagerung verfügt über 30 Meter hohe Hallen, um die A9 zu montieren. Weitere kriegswichtige Rüstungsproduktionen wurden hier ebenfalls untergebracht. Folgt mir in eine der geheimsten Angelegenheiten des Dritten Reichs. Wir sind in einer U-Verlagerung, erbaut, 1945 in Betrieb gegangen. Hier wurden gefertigt Motorenteile, unter anderem für Panzer und LKWs. Hier wurde Kraftstoff raffiniert von Öl in Benzin und hier wurden Brennstrommeln für Panzer gefertigt. Bis kurz vor Kriegsende tatsächlich, obwohl wir im europäischen Ausland sind und das relativ früh hätte eingenommen werden sollen. Wir schauen uns hier mal um. Natürlich sind wir nicht alleine dabei, wir haben unsere Freunde mitgenommen. Moin Moin Leute! Der Martin ist mit am Start. Und wie war das jetzt noch? Ich sag immer Schnorchel. Sag mal, Gear-Chain-Eraser. Gear-Chain-Eraser ist auch mit am Start. Wir erkunden jetzt mal gemeinsam diese Anlage. Hier erwarten uns riesengroße Produktionszahlen, das haben wir uns schon sagen lassen. Stimmt's? Also ist ein bisschen größer, ist nicht was für 2 Stunden und fertig. Sehr interessant. Sehr interessant. Doch, dann würde ich mal sagen, trocken war es noch, ne? Hier sieht man schon, dass es riesengroße Deckenhöhen sind. Also die V-Waffenproduktion war definitiv auch hier. Also das lässt sich auch aus bestätigten Quellen eindeutig sagen über dieses Bauwerk. Und das sind etliche Meter, riesengroße Hallen, wo hier damals unter Tage bombensicher tatsächlich produziert werden konnte. Und es gab auch nichts, was hätte hier, also diese Anlage ist auch selber nie versucht worden zu bombardieren. Wahrscheinlich, weil die Alliierten durch die militärische Luftaufklärung schnell gemerkt haben, dass man hier auch mit schwereren Bomben nur schwer reinkommt, weil über uns der Berg ist. Also hier ist nochmal ein Parallelstollen. Der hat ähnlich hohe Deckenhöhe. Also hier hat man richtig schön produzieren können und fertige Produkte natürlich auch raus auf die Bahn und weg, also diese Anlage. War tatsächlich an die Reichsbahn oder an das Reichsbahnnetz angeschlossen, dass man hat die hier gefertigten Güter auch schnell zu der kämpfenden Truppe bringen können. Also hier haben wir eine riesengroße Steueranlage, die ist nicht betoniert worden, ist ein Gutzustand. Allerdings sind hier Sockel. Für Maschinen, also hier haben tatsächlich Maschinen gestanden, die produziert haben. Es ist einfach zu groß. Wir kriegen es vom Licht her nicht aufgenommen. Also es ist riesengroß, dieses Bauwerk. Also hier konnte man richtig, richtig viel fertigen. So, hier haben wir wieder ein Stück Stahlbeton, Fels, wieder Stahlbeton.
Wir könnten es vergleichen mit einer Kathedrale, also von der Höhe her, von der Akustik hier drin etc. Martin, was würdest du denn sagen? Also hätte man doch Teile der V2 auch hinrecht oder senkrecht hinstellen können. Ne? Ja, das wäre zu filmmäßig vermutlich ausgegangen. Ja, also so jeder, der noch Forschungsprogramm kennt, weiß, wie groß die Dinger sind und was wir hier für Deckenhöhen tatsächlich haben. Ja. Oder doch, also hier auf dem Boden liegt die Originalverschalung und da oben ist die auch noch dran. Stellenweise. Wahnsinn. Genau so. Ach so. Also wir haben hier jetzt gerade, habe ich gehört, von Martin, der die Anlage wesentlich besser findet, als wir das tun. Dieses Oktagon hier auf dem Boden, das soll angeblich genauso sein wie die Hosengröße. Von der Größe. Also angeblich soll es so sein. Ganz ehrlich gesagt. Ja, Maschinenfundamente, also Schraubenwaren, Maschinen montiert. Holzschubkarre. Meinst du, die ist ja aus dem Krieg? Ja, oder? Aus dem, ja. Aus der Zeit vom Krieg tatsächlich. Ne? So, wir haben auch schon wieder niedrigere Deckenhöhe. Fundamente am Rand von Maschinen. Und haufenweise Fasern. Auch noch von damals. Wahrscheinlich gerade die Tanks damit umwickelt. Ne? Oder? Möglich. Isolierung für irgendwas. Ja. Ja. Okay. Also riesengroße Halle wieder. Oben sieht man noch Backsteinböden. Und das ist ein Verbruch, der nach dem Krieg stattgefunden hat. Irgendwann, durch irgendwas. Ja, könnte auch gesprengt worden sein, ja. Okay. Hier, was gibt bei dir vor? Das ist ein architektonisch ausgeführt. Backsteinbögen. Ja. Der ist aber gut verbrochen hier, ne? Da ist ein bisschen was runtergekommen. Massiv durch das Erz ausgelöst, vielleicht doch. Ja. Also auch hier wieder riesengroß. Natürlich ist es in den Steinberg noch nicht aufgefahren. Wir haben Wassereinbrüche. So Anlagen sind immer feucht im Berg. Die alten Backsteinmauern, also hier ist auch ordentlich was durchgefühlt, weil die Teile sind komplett weg. Sind noch Sprenglöcher nach oben wie nach unten, also man wollte hier definitiv noch mal höher rein.
überall drin. Also es geht relativ tief runter und auf jeden Fall sind wir nicht mehr auf dem Niveau, wo wir gerade waren. Wir gehen tiefer, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ist auch nur eine Kammer. Wir haben wieder Stahlbeton, wir haben ohne Ende Mocke auf dem Boden, also hier ist ein richtiger Bach, geht hier durch. Hinten hört man auch Wasser, kannst du mal ausleuchten? Ja, also ein Stück Stahlbeton, da wieder nackte Wand, endlos lange Gänge, Produktionsstollen, wir gehen weiter. Wir sind jetzt in einer von den Hallen, Fundamente für Maschinen, was auch immer, Stück Stahlbeton, dann wieder der nackte Fels, in die Richtung dasselbe, Stück Stahlbeton, Rundbogen, dahinter nackter Fels, aber die Wände sind wieder ausgekleidet, jetzt hört man Wasser. Riesengroß. Wir kriegen es wahrscheinlich nicht ganz drauf auf die Kamera, aber es ist riesengroß. Wir schauen mal, ob wir jetzt hier irgendwie anders gucken können, was denn genau hier drin war. Hier sind richtige Sturzbäche von uns. Hier würde ich jetzt behaupten, dahinter geht es auch noch weiter. Also hier sieht man mal das Ausmaß von dieser Anlage natürlich. Da ist ein riesengroßer Verbruch. Ob der Stahlbeton auch nachgegeben hat, da drunter liegt, das können wir nicht sagen. Das Teil hat sogar aufgelöst. Das Stahlbeton hält sowas in der Regel auch nicht. Gehen wir mal rüber gucken nochmal. Wir sind jetzt an der obersten Stelle des Verbruches. Hier ist tatsächlich der Stahlbeton eingebrochen. Wir sehen aber auch keine Armierung. Das bedeutet, Rohstoffe waren wahrscheinlich knapp. Man hat keinen Stahl mehr gehabt, deswegen hat das nachgegeben. Und das hier nach oben, das ist Kirchturm hoch. Wir sind jetzt ungefähr auf dem Level, wo die Kamera steht, wie die Decke, die Deckenhöhe. Und das hier ist mit einem Mal alles runtergekommen. So, und wenn wir mal nach da leuchten. Es geht um Raketen, atomare Forschung und Düsenflugzeuge. In Untertageverlagerung ließ Hans Kammler, Chef des Geheimwaffenprogramms des Dritten Reiches, geheimste Waffenfabriken bauen, Fabriken tief unter der Erde. Bombensicher, in ewiger Dunkelheit, stellten diese Fabriken die kriegswichtige Rüstungsproduktion sicher. Dort entstand Technik, die ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus war. Das ist ihre Geschichte.